Sehen wir uns nun die dritte Hauptkategorie an, die falschen Zusammenhänge, und beginnen mit dem Punkt 15, falsche Äquivalenz. Im Augenblick sehr oft im Gespräch in den USA, was meistens nur bedeutet, dass es schon bald groß im Gespräch hier sein wird. Die False Equivalence, die falsche Äquivalenz oder Wertigkeit. Nicht alle Dinge dieser Welt sind gleichwertig. Eigentlich müsste man das gar nicht sagen müssen. Und doch gibt es unvorsichtige Äußerungen, die ein wenig wehtun, weil sie derart über das Ziel hinausschießen. Zum Beispiel die ewigen Nazi-Vergleiche. Die hat sich auch schon manch ein angesehener Politiker bei uns geleistet. Man muss niemandem erklären, wie absurd das ist. Und doch wird es das immer geben. Und wenn es nicht Hitler ist, dann ist es Goebbels für jemanden, der demagogisch und öffentlichkeitswirksam anmutet, Himmler für jemanden, der staatstreu und verbissen erscheint, Göring für jemanden, der Ideologietreue mit Nonchalance verbindet und so weiter. In der Sozialforschung hat sich dafür sogar ein etwas augenzwinkernder Terminus durchgesetzt, die sogenannte Reductio ad Hitlerum. Dafür ist sich auch unser Kardinal Meissner nicht zu fein, der vor einigen Jahren den britischen Biologen Richard Dawkins mit den Nationalsozialisten verglich. Hierbei ging es um Genetik und das reduktionistische Weltbild von Richard Dawkins. Der Vergleich war nicht nur unfair und ekelhaft, aber auch falsch. Doch erneut ist das nicht der Punkt. Es geht nicht darum, wer recht hat. Es geht darum, dass falsche Äquivalenz stets ein bizarres Totschlagargument ist, das zwar immer seine Klaköre und Befürworter findet, aber den Redner doch ein wenig so aussehen lässt, als wüsste er nicht, wovon er eigentlich redet. Ein herbes Beispiel stammt aus dem letzten Jahr, als im amerikanischen Charlottesville eine große Demonstration der Nazis und Ku Klux Klan-Fans stattgefunden hatte. Es gab natürlich auch Gegenproteste und die Polizei dazwischen. Am Ende fuhr ein Nazi mit seinem Auto in die Menschenmenge und tötete dabei eine junge Frau. Donald Trump nahm am nächsten Tag dazu Stellung und verdammte die sinnlose Gewalt auf allen Seiten, wie er anfügte. Das hat kaum jemandem gefallen, außer den Alt-Right-Leuten. Die fühlten sich natürlich geadelt. Trump musste natürlich diese Kleinigkeit anfügen, gerade Tatsache, dass Rechtsradikale weitgehend seine Wählerbasis darstellen. Eine Frage stellt sich hierbei, darf man nun nie und nimmer Vergleiche mit dem Dritten Reich anstellen? Verkörpern sie stets einen Trugschluss und eine falsche Äquivalenz? Nein, da würde man das Kind mit dem Bad ausschütten. Eine gute Daumenregel könnte allerdings lauten, wenn man es nicht genau überlegt hat, doch lieber Abstand davon zu nehmen, eine Reductio ad Hitlerum einzusetzen, weil die Chance, dass man damit lediglich in den Nesseln landet, doch sehr groß ist. Es ist besser, es nicht zu tun, aber das bedeutet nicht, dass es unter Umständen nicht angemessen sein kann. Wir hatten diesen Fall erst vor wenigen Tagen. Als in den USA nun begonnen wurde, Migrantenfamilien an der Südgrenze auseinanderzureißen, schreiende Kinder in irgendwelche käfigartigen Zwischenlager zu stopfen, da war die internationale Empörung groß und viele griffen zu der Reductio ad Hitlerum und verglichen die Machenschaften von ICE, ICE, der ausführenden Behörde, mit der Gestapo und der SS. Der amerikanische Justizminister Jeff Sessions, ein Mann von äußerst geringer Intelligenz und Aussagekraft, ging da ins Fernsehen und verteidigte die entsprechenden Weisungen der Regierung mit den Worten, dass sich ein Vergleich mit Nazi-Deutschland verbietet, weil die Deutschen die Juden davon abgehalten haben, auszureisen, während die USA doch die Leute davon abhält, einzureisen. Nazi-Germany, concentration camps. Human rights violations, Laura Bush has weighed in, Michelle Obama, Rosalind Carter, got all the first lady, going back to Eleanor Roosevelt, she's apparently weighed in as well. General Sessions, what's going on here? Well, it's a real exaggeration. Of course, in Nazi Germany, they were keeping the Jews from leaving the country, but this is a serious matter. Ich will jetzt gar nicht über die epochale Dummheit in der Antwort dieses Mannes sprechen, den die Amerikaner nach einem Firmenmaskottchen nur noch als den Keebler-Elf bezeichnen. Doch hat er in gewisser Weise recht? Darf man eine bizarre Grenzpolitik mit dem Dritten Reich vergleichen? Schwierig. Man muss bedenken, dass ein Vergleich mit dem Dritten Reich nicht immer auf einen Vergleich mit dem Holocaust hinausläuft. Auch das Dritte Reich hatte eine Anfangsphase, als es eben noch keine Konzentrationslager gab, sondern nur eine Hasspropaganda und öffentliche Lügen, um die Bevölkerung hinter sich zu bringen. Vergleicht man nun die Diktion dieser Propaganda mit der Diktion eines Donald Trump und seiner Anhänger, so wird schnell deutlich, dass es Elemente in der US-amerikanischen Regierung und Öffentlichkeit gibt, die sich in der Tat eines ähnlichen Vokabulars bedienen. Trump hat an einer Stelle gesagt, dass kriminelle Migranten keine Menschen seien, sondern Tiere. We have people coming into the country, or trying to come in. We're stopping a lot of them.
But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. And we're taking them out of the country at a level and at a rate that's never happened before. Niemand mag einen Kriminellen, doch in dieser einzigen Bibel, die ich zulasse, das deutsche Grundgesetz, gibt es einen ersten Artikel und dieser ist unmissverständlich. Wenn also die Nazis am Anbeginn ihrer Ära davon gesprochen haben, dass die Juden Ungeziefer sind und Donald Trump genau jetzt davon spricht, dass die Migranten das Land verseuchen, so ist ein Vergleich mit dem Dritten Reich an dieser Stelle angemessen, da es eine sehr präzise Übereinstimmung ist. Hier wird Bezug genommen auf die Anfänge des Dritten Reichs und analog zum Ausdruck gebracht, dass USA sich an einem ähnlichen Anfang befinden könnten. Hier haben wir also einen klaren Nazi-Vergleich. Doch dieser ist eine gültige Mahnung und keine notorische Überhöhung mit dem Ziel, den Gesprächspartner zu diskreditieren. Somit, solange die US-Administration zunehmend mit einem Vokabular arbeitet, das so klingt, als wäre es aus einem Handbuch für faschistische Reichsgründung abgelesen, sind Drittreichsvergleiche nun kein Trugschluss, sie sind im Gegenteil sehr notwendig. Aber es ist eine enge Gratwanderung. Falscher Kompromiss ist ein Problem der modernen Medienlandschaft geworden, insbesondere in den USA. Dort heißt es auch Argument to Moderation. Das ist ein riesiges Thema, das noch gar nicht ausreichend von allen verstanden wurde. Aber ebenfalls in den USA ein mächtiges Problem in der Wahrnehmung von Extremismus darstellt. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht mit einem Kompromiss zu lösen. So wie auch Frauen nicht halb schwanger werden können. Man kann auch nicht zwei Aussagen gleichwertig stellen, von denen eine vollkommen falsch ist. Wenn ich sage, Eichhörnchen sind Säugetiere und ich sage, Eichhörnchen sind Fische, sind das zwei unterschiedliche Aussagen und nur eine davon kann korrekt sein. Nun lautet die korrekte Lösung dieser beiden Aussagen nicht, Eichhörnchen sind Amphibien, da diese evolutionär auf der halben Strecke zwischen Fischen und Säugetieren stehen. Doch genau das betreibt in Amerika seit Jahren ein führender TV-Sender wie CNN, der sich seiner angeblichen Objektivität respektive Neutralität verschrieben hat. Das läuft dann darauf hinaus, dass Aussagen einer eher etablierten Zeitung wie The New York Times, für die ich jetzt kein allzu großes Herz habe, und einer reinen Lügenpropagandamaschine wie Breitbart News vollkommen gleichwertig behandelt werden, sozusagen als zwei Perspektiven zu einem Thema. Die Wahrheit muss wohl irgendwo in der Mitte sein. Und das ist, gelinde gesagt, vollkommen irre. Da sitzen sich dann unentwegt Klimawandelleugner und Klimatologen gegenüber und werden als gleichwertige Gesprächspartner behandelt, was sie ja nie sind. Ich brauche auch keine Debatte zu sehen zwischen einem Spinner wie Ken Ham, der in USA die Arche des Noah nachgebaut hat und das kreationistische Museum auf der einen Seite und einem waschechten Evolutionsbiologen auf der anderen Seite. Das ist unnötig, denn das eine ist gehirnweicher Blödsinn und das andere ist die wissenschaftliche Methode. Die wissenschaftliche Methode, von der wir alle Tag und Nacht ständig zehren, die uns Gesundheit gibt und eine warme Behausung und ein Handy und ein modernes Leben. Von den Veranstaltern wird hier ein falscher Kompromiss betrieben, denn für viele Leute entsteht dadurch dieses Gefühl von 50-50. Scheinbar ist es noch nicht ganz klar mit dem ganzen Klimawandel und den Dinosauriern. Und Leute wie Ken Ham kämpfen unentwegt darum, dass seriöse Wissenschaftler und Wissenschaftserklärer mit ihnen auf die Bühne klettern und sich mit ihnen streiten. Denn für jemanden, der sich damit ernährt, dass er wirren, pseudowissenschaftlichen Unsinn von sich gibt, gibt es keine bessere Publicity, wie sagen zu können, dass Richard Dawkins oder Bill Nye mit ihm debattiert haben. Da wird also Wechselwirkung geschaffen zwischen absolutem Blödsinn und faktenbasierter Erkenntnis und der Blödsinn erfährt dadurch eine Art Legitimation. Nicht alles kann durch Kompromisse gelöst werden. Wir können nicht einen Dialog darüber eröffnen, ob wir Babys essen sollen. Ich bin dagegen, jemand ist dafür. Naja, die Wahrheit muss dann wohl irgendwo in der Mitte sein. Dann essen wir sie halt nur am Sonntag. Nein, das ist Unfug. Nicht jede Position ist gleichermaßen gereift wie eine andere. Und nicht jede Überzeugung hat die Legitimität eines zivilisatorischen Fortschritts. 17. Punkt. Falsches Dilemma. Artverwandt in unseren Diskussionen ist das Präsentieren eines falschen Dilemmas. Ich möchte über diesen Punkt gar nicht so viel erzählen, weil er eigentlich ganz klar ist. Viel zu oft hält man uns vor, dass es nur zwei Optionen zur Entscheidung gibt. Und viel zu selten fordern wir ein, dass der Schleier gelüftet wird und wir das gesamte Spielfeld erblicken können.
Dann würden wir nämlich sehen, dass es in Wirklichkeit viel mehr Optionen gibt. Wir dürfen das mit uns nicht machen lassen. Wir können nicht der Komplexität der Welt gerecht werden, wenn wir uns ständig nur die polaren Optionen aus Gutmensch und Wutbürger aufdrängen lassen. Das sind beiderlei nutzlose Positionen, die nur wenig echte Bedeutung haben. Und dies hat nur einen Effekt, die zunehmende Spaltung einer Gesellschaft, die einen massiven Bedarf nach Aufklärung hat, nach Transparenz, nach Kontext, nach Einheit. Vor einigen Tagen erst schreibt Jakob Augstein im Spiegel: Wenn man mal alles, was kompliziert ist, beiseite räumt, dann lassen sich die Menschen in Deutschland in zwei Lager teilen. Die weiter so Deutschen und die da geht noch was Deutschen. Die weiter so Deutschen wählen Angela Merkel und können diesen Text jetzt weglegen. Sowas schreibt er. Könnte man noch eine Spur arroganter sein? Das kommt davon, wenn man ein ganzes Leben damit verbringt, auf Wolke 7 ständig von einem TV-Studio ins nächste zu schweben. Es ist ja gerade diese Art von herablassender Tonalität, die dazu beiträgt, dass die zentristische linke Politik bald keine Wähler mehr hat. Und obwohl ich verstehe, dass man anhand einer starken Vereinfachung bestimmte Vorgänge erklären möchte, stellt sich natürlich die Frage, warum wir immer diese polaren Aufforderungen zur Eingliederung bekommen. Doch ausgerechnet nun, wo wir es am wenigsten gebrauchen können, springen überall diese falschen Dilemmas hervor. Da schwingt unentwegt diese Aufforderung mit, fast wie ein Werbeslogan: Hast du schon Stellung bezogen? Als müsste ich mich wirklich zwischen der NATO und Wladimir Putin entscheiden. Nein, danke. Als müsste ich mich zwischen Assad und einer Horde Dschihadisten entscheiden. Nein, danke. Als müsste ich mich zwischen einem pro-christlichen und einem pro-islamischen Weltbild entscheiden. Nein, danke. Da drängt sich einem doch die Frage auf welche Zukunft man uns da mit dieser ewigen Polarisierungskeule einstimmen möchte. Da muss man erneut nach Amerika schielen. Da wurde durch Lügen, durch Getrickse und durch noch mehr Lügen die Bevölkerung mit zwei vollkommen abwegigen Narrativen konfrontiert, an deren Ende die Entscheidung zwischen Hillary Clinton und Donald Trump stand. Die Nation hätte natürlich niemals dieses Dilemma akzeptieren dürfen. Sie hätten zu Millionen nach Washington strömen müssen und dort mit erhobener Faust den Rücktritt der Regierung, der Parteivorsitzenden auf beiden Seiten und das Ausrufen von Neuwahlen einfordern. So wie man das früher in Europa machte. Dass es fast immer eine dritte Option gibt, das übersteigt heutzutage häufig die Vorstellungskraft Einzelner. Doch es wäre an der Zeit, dass dieses Land sich erinnert, was eine Republik eigentlich bedeutet.